Ja, im nächsten Part, in der nächsten Aufnahme machen wir dann das mit dem Tauchen. Bis dahin belese ich mich mal oder guck mal irgendwie ein Video, meine Komplettlösung nachlesen. Habe ich schon gemacht, habe ich schon versucht, die Komplettlösung zu lesen. Bisher in der Komplettlösung noch nicht so sehr viel Sinnvolles. Aber gut. Die Komplettlösung für Samanmara ist ja noch nicht so sehr prickelnd. Aber vielleicht finde ich irgendwo ein. Bestimmt finde ich irgendwo ein Walkthrough. Dann schaue ich mir das an, wie man taucht. Ist bestimmt auch pippi einfach. Wenn ich das dann sehe, denke ich mir, oh mein Gott. So wie bei dem Verkaufen von den Sachen. Ich habe erstmal gedacht, das ist doch unmöglich. Wieso kann ich hier nichts verkaufen? Und dann. Tja. Ein bisschen Müll rumliegen lassen. Recycling. Sehr gut. Ging aber dafür auch irgendwie den Preis. Das wäre nicht schlecht. Das ganze Recycling. Wir können jetzt mal im Automaten gucken, was der so drauf hat. Ich habe nicht genug Geld. Erzähl kein Bullshit. So teuer sind die Sachen nicht. Du hast über 100. Wirf Münzen in die Maschine, um ein Geschenk zu erhalten. Okay. Hast über 100 Geld. Oh, Schokolade habe ich erhalten. Ich habe nicht genug Geld. Wie teuer ist denn der Snackautomat? Hast 119 Münzen. Was ist da drin? Goldbarren? Ist das ein Goldbarrenautomat? Nacht im Hotel verbringen, das tut wahrscheinlich gar nichts. Sieht wahrscheinlich nicht aus. Sieht dann gar nichts aus. Machen wir es nicht. So, was bräuchten wir? Stoff bräuchten wir. Hat einer von euch Stoff für mich? Oder Baumwolle? Wenn keiner Stoff hat, dann. Hast du Zintenfisch? Oktopus hast du. Ich bräuchte Tintenfisch. Stoff nehme ich. Oh, der ist teuer. Was verkaufe ich da? Harz. Das wird nicht ganz reichen. Kartoffeln können wir eh nicht anpflanzen. 200 brauchen wir. Müssen wir jetzt doch haben. Sehr gut, Stoff. Teurer Stoff. Aber was so ist. Drei Stoff brauchst du. Heilige Scheiße. Das pflanzen wir lieber selbst an. Was sei, müssen wir das machen. So wirklich Baumwollsamen her. Es wird großer Markttag. Baumwolle. Tintenfisch wäre auch noch schön, aber. Baumwolle. Das sind aber keine Baumwollsamen, oder? Muss ich noch ein bisschen was verkaufen? Zander. Den Eimer brauche ich noch. Mais. Sonnenblumen. Ich glaube, die können wir eh nicht anpflanzen. Daher. Wie viel kostet es denn eigentlich? Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Bagayena. Wie es ausgesprochen wird. Wie viel Baumwolle brauche ich überhaupt? Muss ich mir erstmal die Quest angucken. Das Rezept. Müsste jetzt auf der Insel nachgucken, wie viel Faden braucht.
Typ kauf was oder mach dich vom Acker. Ich kauf mir gleich mehrere. Drei dürften noch reichen, oder? So, schauen wir mal, ob wir Faden machen können und ob wir. Ich glaube, drei Faden waren für Dings nötig. Für Dingsbums. Das müssen wir nur noch anpflanzen können. Die Baumwolle irgendwie. Fahren wir mal zurück. Wegen der roten Beete müssen wir sowieso mal zurück. Für wen war die rote Beete noch gleich? Ist auch ein Nahrungsding. Dingsbums. Dafür doch dieses Dings da. So. Ab zum Hafen. Naja, Hafen. Der Kai. Der Kai Uwe. Ernten? Nee, noch nicht ernten. Schade. 16 Uhr Schlafenszeit. Kleine Koas können auch um 16 Uhr schon schlafen gehen. Yay, ernten. Großartig. Es ist groß und artig. Es ist groß und es ist artig. Es ist großartig. Okay, für Awan. Stoff. Können wir den Stoff anpflanzen? Das klingt falsch. Stoff herstellen. Klingt noch falscher. Stoff, drei Fäden, Faden. Ich hoffe, ich fürchte, es reicht nicht ganz. Nein. Drei Fäden, eins haben wir. Wie viel Baum? Zwei Baumwolle brauchst du für einen Faden. Aha. Wir können uns eine Ruder craften. Modellboot. Oh. Könnten wir uns auch bauen, wenn wir noch einen Faden kriegen würden. Erstmal hier Stoff. Für die Quest. Jetzt übergeben wir erstmal dem Awan sein Rezept, damit er glücklich ist. Und dann wird der Part, dann mache ich den Part, glaube ich, schon zu Ende. Oder meine innere Uhr sagt mir, da haben wir hier schon genug gemacht. Ich muss gleich mal nachgucken. Wir haben so viel hier erlebt heute hier. So viele Sidequests gemacht. Ist heute ordentlich vorangekommen, wegen den ganzen, wegen dem Verkaufen und so weiter. Was das jetzt mitbekommen habe. Der Wahnsinn. Dass das mir die ganze Zeit unbekannt geblieben ist. Die ganze Zeit direkt vor der Nase. So ist das manchmal bei Rätseln. Es war jetzt nicht direkt ein Rätsel, aber ihr wisst, wie ich meine. Manchmal hat man die Lösung direkt vor der Schnauze. Läuft dran vorbei und denkt sich nichts Schlimmes. Und dann dabei hat man es die ganze Zeit. Fragt sich, was soll ich tun, was soll ich tun? Dabei hat man es direkt vor seiner Schnauze. So, wo ist Awan? Der war da drüben. Aha, ich kann also noch springen. Sehr erfreulich. Na komm. Was ist denn los? Die Sprint-Taste. Die Sprint-Taste ist los. Reden müssen wir. Croissant. Verkauft Croissant. Hier hast du alles, wo du mich drum gebeten hast. Vielen Dank. Dann lass uns loslegen. Ich werde denn einen kokischen Salat zubereiten. Das ist ein Salat mit frischem Gemüse und etwas Tintenfisch. Wenn du noch ein bisschen Tintenfisch übrig hast. Ich bräuchte den. Was hast du mitgebracht, Koa?
Avan hat mich gebeten, ihm etwas Gemüse zu bringen. Also gibt es wieder so eine Art? Ich helfe dir sofort, Boss. Sehr schön. Das Rezept. Muss alle mal nachkochen. Taka hat seine Strandbar bereits eröffnet. Wo machst du dir deswegen so viele Sorgen? Als Credo-Koch weiß er, wie man Gerichte zubereitet, die den Geschmack der Credos treffen. Ich dagegen. Komm schon, ich bin mir sicher, dass dein Essen auch sehr lecker ist. Ich muss seine Gerichte probieren und lernen, was sein Geheimnis ist. Ist das nicht Industriespionage? Naja. Ich kann dir etwas von seinem Essen bringen. Das ist Industriespionage. Koa, wenn du das jetzt machst. Also gut, hier hast du etwas Geld, aber sehr vorsichtig. Jetzt ist es lupenreiner Industriespionage. Dann wirst du dafür bezahlt. Tintenfisch hast du nicht im Angebot. Sehr schade. 650 habe ich gekriegt. So teures Essen verkauft er. Das glaube ich ja fast nicht. Herr Taka, ich möchte gerne 3 Gerichte kaufen. Machst du scharf und lieber nicht? Welche Beilagen möchtest du haben? Welche Soße? Ich bin mir nicht sicher. Mit süßer Soße und allem drumherum. Sie sind alle wirklich nur für mich alleine. Alle 3 Gerichte? Ich bringe sie wirklich niemandem anderen. Ja, solange du bezahlst, ist mir das wirklich egal. Denn Bestellung ist fertig. Du kannst an der Kasse bezahlen. Ja, natürlich. Bringe Avan das Essen. Ramen, Nudeln. Nuscheln in Weißwein, ja genau. Reiskuchen. Taka, ach lass mich bitte in Ruhe. Was ist denn los? Ich brauche ein paar frische Zutaten für meine Bar, also habe ich beschlossen, selber anzubauen. Was soll ich nur zuerst anpflanzen? Warum pflanzt du nicht zuerst Paprika? Ich kann dir ein paar Samen besorgen. Nein, kann ich nicht. Bitte nicht. Großartige Idee, Paprikasamen. Diese Sidequests, die machen mich irgendwo noch alle. So, habe ich jetzt das Essen? Nee, habe ich natürlich noch nicht. Paprikasamen muss ich erst besorgen. Die habe ich noch nicht, oder? Krambelfatzelkram. Gut, das mache ich jetzt noch weiter hier ein bisschen. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt hier. Ich mache dann irgendwann mal Schluss. Schau mal, wie ich das zusammenschneide. Paprikasamen. Wer von euch verkauft hier Paprikasamen? Tintenfisch wäre auch noch nett, wenn das irgendjemand verkaufen würde. Die kaufe ich dir auch noch ab. Nee, warte mal. 600. Halte ich vielleicht erstmal. Ich weiß nicht, wofür ich die noch brauchen kann. Paprikasamen. Paprikasamen. Ich glaube, 3 wollte der haben. Jetzt gebe ich das Geld auch noch aus. Naja, wir können ja unser Zeugs verkaufen. Zur Not. Paprikasamen brauchst du. Wie viele? 3. Sehr gut. Na dann. Heute ziemlich viel hin und her gelaufen hier. Gut, zum Glück können wir über Mauern springen. Gutes Beispiel. Ups. Und. Nicht handeln. Das sollte genug für 3 Aussaaten sein. Vielen Dank. Ich mag es, solche Kleinigkeiten zu erledigen. Ich nicht. Dann werde ich dich vielleicht öfter fragen. Vielen Dank. Kannst du mir dann beibringen, wie man kocht? Vielleicht hier von meiner letzten Ernte. Pommes! Ah, steht Bratkartoffeln nochmal. Sind Pommes. Pommes! Hey, Kleine, kannst du hier nicht die ganze Zeit herumlungern und Leute belästigen? Aber das ist hier doch ein Strandbar.
Das ist ein Strand an die Etablissement. Das ist ein Strand-Establishment. Ja, was auch immer. Aber alle nennen es nur die Strandbar. Taka Oh. Strandbar. Sie können es nennen, wie Sie wollen. Das hier ist mein Tempel. An diesem Ort geschieht die kulinarische Magie. Kannst du diese Magie mal zeigen? Nein. Außer wenn du meine Schülerin werden möchtest. Das geht. Ja, aber zuerst musst du mir zeigen, was du drauf hast. Koch etwas für mich ohne Hilfe von anderen und bring es zu mir. Abgemacht. Ich werde dir Salat bringen. Ach so, läuft der Hase hier. Das heißt, wir spionieren wirklich, wir machen hier wirklich doppeltes Spiel hier. Wir bringen dem einen das Essen vom anderen und dem anderen das Essen vom einen. Verstanden? Wahrscheinlich nicht, aber gut. Okay, wir machen Muscheln noch nicht. Vielleicht reizen wir das schon mal bringen. Wahrscheinlich nicht, aber. Ich bin wirklich unsicher, was wir jetzt mit den 600 machen. 600 Münzen, die wir ausgeben, würde ich die erstmal nicht. Entschuldigung, ich koche gerade. Okay, dann muss ich die Quest wirklich erstmal zu Ende machen. Salätchen. Vielleicht kaufe ich erstmal bei ihm Salätchen. Ein kurischer Salat. Teuer. Aber gut. Teuer, aber gut. Ja. Werbespruch. Und? Schnell, mein Kind, wir haben kein Zeit zu verlieren. Und? Ach, muss ich von ihm die Rezepte kaufen? Wahrscheinlich den Weißwein. Verrechnet mein Geld dann wahrscheinlich nicht mehr. Und? Was hast du denn noch so? Na toll. Und Rahmnudeln muss ich jetzt auch noch kaufen. Und? Und? Rahmnudeln. So, willst du was von mir abkaufen? Die verkaufe ich nicht. Kohle. Wozu auch immer du die brauchen kannst. Larve. Metall. Oh wei. Milch. Ich hab doch kein Geld mehr. Ich krieg das Geld nicht mehr zusammen. Arrgh. Das brauche ich für die Tinte. Na gut, einen brauche ich für die Tinte. Rampf. Äpfel vielleicht. Alle Äpfel verkaufen, die wachsen ja bei meiner Insel neu. Und? So, langsam geht mein Geld auch alle. Oh wei. Ich hoffe, das reicht jetzt, um die Quest zu beenden. Ich hoffe, ich habe nicht das falsche gekauft. Hast du mir Takas Gerichte gebracht? Ja, ich habe sie gekauft. Ein ziemlich einzigartiges Aroma. Süß, mit leichten Bitternoten. Ziemlich weiche Konsistenz. Und ein bisschen zäh. Ich weiß nicht, ob ich das nachkochen kann. Ich glaube, du solltest dir selbst treu bleiben und dein eigenes Gericht kochen. Du hast recht. Diese Gerichte passen einfach nicht zu mir. Außerdem wäre das ziemlich illegal. Auch für die Küche. Gut, haben wir die Quest erledigt. Okay, hier müssen wir Stoff besorgen. Okay, Salat. Wo kriegen wir Salat her? Den wir richtigen Salat haben. Also, einheimischen Salat. Salat verkauft er nicht, so finde ich. Ja.
Du noch mal Stück verkaufst die Sachen zum Anpflanzen. Schokolade. Elf. Pflanzenöl können wir verkaufen. Und welche Baumwolle haben wir noch? Kürbisse. Können wir eh nicht anpflanzen. Ach, Kacke. Kürbisse. So, wieder Geld. Kapitalismus schlägt zu. Was wollen wir eigentlich für den Salat? Wahrscheinlich mehr. Was wollen wir noch so anpflanzen? Weizen würde ich gerne mal anpflanzen. Können wir mal versuchen. Und ja, was anderes brauchen wir gerade hier noch nicht. Paprika. Sehr gut. Können wir mal ein bisschen pflanzen gehen. So sieht's aus. Pflanzen gehen, Pflanzen gehen, Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen gehen. Pflanzen gehen. Pflanzen gehen. Pflanzen gehen. So. Na, und los geht's. Zurück auf die Insel. Haben wir jetzt eigentlich Baumwolle mitgenommen? Naja, werden wir schon sehen. Zurück nach Quelis, das wäre jetzt ja ziemlich blöd. Wir sind ja noch dort. Bin ich froh, dass ich das jetzt rausgefunden habe, dass ich da Sachen verkaufen kann. Das erleichtert jetzt einiges. Andererseits müssen wir dann auch unsere Sachen verkaufen, die wir anpflanzen. Das ist auch die einzige Erklärung, warum wir sie nicht neu anpflanzen können. Nur damit wir den Kapitalismus unterstützen. Und hier bei den Marktfrauen was kaufen. Der Kreis des Geldes. Der ewige Kreis des Geldes. So Salätchen. Ich habe gar nicht nachgeguckt, was ich für Salat brauche. Was das Rezept ist. Vielleicht reicht schon Salat. Also, einfach sein Ratschkopf. Lass mich hier mal die Felder bestellen. Dünger habe ich keinen mehr. Der wächst irgendwie von selber, der Dünger. Oder ich kann ihn selbst irgendwann mal anfertigen. Paprika. So. Dann kommt hier noch. Ne, Weizen pflanzt man lieber da drüben an. In dem anderen Feld. Dass das hier so ein bisschen seine Ordnung hat. Können wir mal ein Brot draus backen. Wenn wir ein Rezept für kriegen. Sehr gut. Jetzt mal ordentlich drüber gehen. Sehr schön. Man ist gewässert. Gute Nacht. Und es regnet. Das ist sehr gut. Oh, das wächst ja mal sehr schnell. So, Faden, Faden, Faden. Da brauchen wir noch keine Baumwolle. Baumwolle herstellen können wir nicht. Ich habe guteste Rezepte. Oh, wir können schon Salätchen. Hatten wir das Zeug zu. Sehr gut. Salat. Pommes. Orangensaft. Gut. Können wir ja den Salat vorbeibringen. Gut, aber ich mache das in der nächsten Folge weiter. So.
Ich beende das jetzt hier an dieser Stelle. Ja, ich mache eine kleine Aufnahmepause. Schauen wir mal, wie wir was zusammenschneiden. Bis dahin. Ciao, ciao.